ganzen Impfung der Deutschen. Doch wie halten es eigentlich die Ärzte und das medizinische Personal selbst mit der Impfung? Deutschland im Oktober 2009. Es gilt Alarmstufe 6, die weltweit höchste Pandemiewarnung. Knapp 23.000 Fälle der sogenannten Schweinegrippe wurden in Deutschland gemeldet. Zwei Menschen starben bislang an den Folgen der Erkrankung. Aber Rettung scheint in Sicht. In einer Woche können sich die Bundesbürger gegen das H1N1-Virus impfen lassen. Doch die Vorbehalte sind groß. Also ich persönlich werde mich nicht impfen lassen. Klare Aussage, oder? Ich lasse mich nicht gegen die Schweinegrippe impfen, weil ich diesen Verlauf dieser ganzen Grippe eigentlich nicht so dramatisch finde. Es wird so hoch gepusht und ich glaube, das schafft man ohne Impfung. Ich komme aus dem Gesundheitsbereich, ich habe ein bisschen Ahnung davon, deshalb ich lasse mich nicht impfen. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger lehnt eine Impfung ab. Dabei hatte die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts allen zu einer Impfung geraten. Zitat: Grundsätzlich können alle Bevölkerungsgruppen von einer Impfung gegen die neue pandemische Influenza profitieren. Mit der Impfung sollte bei Verfügbarkeit der Impfstoffe sofort begonnen werden. Zuerst Beschäftigte in Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege mit Kontakt zu Patienten. Doch wollen sich Beschäftigte in Apotheken, Arztpraxen und Kliniken überhaupt impfen lassen? Geld und Leben fragt nach. Die Stadtapotheke im oberbayerischen Erding. Im Laufe dieser Woche soll der neue Impfstoff hier eintreffen. Doch niemand kennt Details. Offizielle Informationen, Fehlanzeige. Wie viele Impfdosen werden kommen? Und wie wird der Impfstoff an die Hausärzte weitergegeben? Verwirrung Ende letzter Woche bei Apotheker Armin Braun. Von offizieller Seite haben wir da noch gar nichts gehört. Gestern in der DAZ, in der Pharmazeutischen Zeitung und in der Deutschen Apothekerzeitung wurde noch davon ausgegangen, dass wir nicht eingebunden sind als Apotheken, dass der Staat diese Sache selber organisiert. Und nach neuesten Informationen von gestern Nachmittag ist es nun doch wohl anders. Das logistische Durcheinander hat die Skepsis des Apothekers gegenüber der Impfkampagne nicht kleiner werden lassen. Impfen lassen möchte sich Armin Braun erst einmal nicht. Schließlich sei der Impfstoff mit seinen Wirkverstärkern nicht ausreichend erprobt. Zum sofortigen Impfen besteht noch kein Anlass. Wir wissen zu wenig darüber. Ich würde erst mal abwarten und schauen, was denn die letztendgültigen Informationen der entsprechenden Behörden sind. Was raten Hausärzte ihren Patienten? Besuch in der Praxis von Dr. Wolfgang Krompholz in Isen. Täglich lassen sich hier mehrere Patienten gegen die normale Grippe impfen. Die empfiehlt der Hausarzt auch, im Gegensatz zur Massenimpfung gegen den H1N1-Virus. Also im Augenblick denke ich nicht, dass es Grund gibt, zur Impfung zu raten, weil wir sehen, es ist eine leichte Erkrankung. Und die Frage der Veränderung des Virus ist nach einem logischen Gedanken so zu beantworten, dass wir nach einer Veränderung des Virus möglicherweise auch eine andere Impfung brauchen, sodass wir möglicherweise mit dieser Impfung ins Leere gehen. Auch Wolfgang Krompholz will sich erst einmal nicht impfen lassen. Genauso wenig wie seine Arzthelferinnen. Ich meine, es ist ja noch nicht ganz bewiesen, wie gut es wirksam ist oder was es für Nebenwirkungen hat. Darum möchte ich erst einmal warten. Die Universitätsklinik in Regensburg. Hier hat einer der führenden Virologen seinen Lehrstuhl, Professor Wolfgang Jilk, auch bekannt als bayerischer Impfpapst. Jilk verteidigt den neuen Impfstoff. Trotz seiner Zusatzstoffe sei er gut verträglich und ausreichend erprobt. Meine Empfehlung wäre, nachdem wir relativ viel Erfahrung mit diesen Substanzen haben, gerade aus dem medizinischen Personal, sich impfen zu lassen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Falls dann diese Welle sich sozusagen totlaufen würde, na gut, dann ist man in Anführungszeichen umsonst geimpft. Aber da entsteht sicher kein Schaden. Doch lässt sich das medizinische Personal seiner Klinik gegen das H1N1-Virus impfen? Vor der Kamera dürfen wir keine der Krankenschwestern befragen. Doch unter der Hand hören wir öfter, dass man eine Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe bis auf Weiteres ablehne. Wir hoffen, dass sich 30-40% impfen lassen. Das wäre schon ein Erfolg. Das hieße aber, dass doch eine überwiegende Zahl, 60% des Personals, sich nicht impfen lassen wird. Damit muss man rechnen, ja.
Nach den Enthüllungen über einen zusatzfreien Impfstoff für die Bundesregierung ist das Durcheinander komplett. Die größte Impfkampagne der Bundesrepublik droht vollends aus dem Ruder zu laufen.